Die Bundesregierung hat schon immer Waffen und Rüstungsgüter an Israel geliefert. Aber nach dem 7. Oktober schnellten die Exportgenehmigungen in die Höhe. Diese Liste des Bundestages zeigt, welche Waffenkategorien 2023 genehmigt wurden. Gesamtwert dieser Rüstungsexporte nach Israel 326 Millionen Euro. Informationen, die auf Anfrage der Abgeordneten Zevin Dadelen an die Bundesregierung herauskamen. Sie zieht daraus einen klaren Schluss. Nach dem furchtbaren Angriff der Hamas hat die Bundesregierung die Waffenexporte immens gesteigert an Israel. Wir haben eine Verzehnfachung der Waffenexporte. Das deutet darauf hin, dass nicht lange nachgedacht wurde, nicht lange geprüft wurde, sondern sofort und unmittelbar die Genehmigung erteilt wurde.